Hallo, ich bin Jessica und in diesem Video nehme ich euch mit in den ältesten Dschungel der Welt, in den Teman Negara Nationalpark auf der malaiischen Halbinsel. In meinem letzten Video waren wir zusammen in der malaysischen Stadt Ipoh, die mal 100 Jahre lang als Stadt der Millionäre galt. In einer langen Busfahrt über Nacht mit Umweg über die malaysische Hauptstadt Kuala Lumpur bin ich von Ipoh in den Taman Negara gereist. Ende der 1930er Jahre erließen die drei Bundesstaaten Pahang, Kelantan und Terengganu weitgehend ähnliche Gesetze, die den Urwald unter Schutz stellten. Der König Georg Nationalpark war gegründet. Er ist der älteste in Malaysia. Heute heißt der Nationalpark Taman Negara Nationalpark, was einfach eine Doppelung ist, denn Taman Negara bedeutet auf Malaiisch nämlich auch einfach nur Nationalpark. Oft hört man die Aussage, dass der Taman Negara auch der älteste Urwald sei. Das stimmt. Mit seinem 130 Millionen Jahre alten tropischen Dschungel beheimatet der Taman Negara das älteste Waldgebiet der Erde. Unter dem Einfluss von Eiszeiten, Klimaschwankungen oder Veränderungen des Meeresspiegels haben sich viele Teile der Welt verändert, aber auf der malaiischen Halbinsel sind die Verhältnisse relativ stabil geblieben und die Tier- und Pflanzenwelt konnte sich ohne größere Störungen entwickeln und fortbestehen. Im Reservat kommen zahlreiche Großtierarten wie der asiatische Elefant, der Leopard, Wildschweine, Hirsche und Affen vor. Darunter sind auch vom Aussterben bedrohte Tiere wie der Malaysia-Tiger und der Schabrackentapir. Vom Tembeling-Fluss aus kann man schon viel vom Urwald sehen. Doch noch intensiver ist es, zu Fuß durch den Dschungel zu wandern. Eine normale Freizeitwanderung ist das aber nicht. Jetzt hört man gar nichts mehr. Nur noch den Fluss, keine Menschen, nicht mal mehr Zikaden. Und es ist eine ganz schöne Kletterpartie. Am Beginn der Dschungelwanderung gibt es die Möglichkeit, sich in die Höhe der Baumkronen der Urwaldriesen aufzuschwingen und auf einem Seilsteg über etwa 300 Meter hoch über dem Waldboden eine andere Perspektive einzunehmen. Puh, das ist ganz schön hoch. Es gibt ja so Sachen, die macht man, da fragt man sich schon, was man hier eigentlich treibt. Hier oben merke ich erstmal, was ich eigentlich für eine erdverbundene Persönlichkeit bin. Oh, wow. Oh, wow. Das Gute ist, wenn dieses Seil hier reißt, dann habe ich immer noch diese Liane hier. In den vergangenen Tagen hat es viel geregnet und der Boden ist rutschig. Teilweise gibt es überhaupt keinen richtigen Weg und man muss einem Bachlauf folgen. Das ist der Dung von wilden Elefanten, aber schon einige Monate alt. Man sieht es an den Fasern. Sie essen Kokosfasern und Bambus. Das ist sehr faserreiche Nahrung, die erhält sich lange. Aber dieser Dunghaufen, die sind schon eine ganze Weile alt. Die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch. Dieses Blatt hier wollte ich euch mal zeigen. Das fühlt sich flauschig an. Und wenn man es zermatscht und ein bisschen in den Fingern knetet, dann entsteht so eine weiße Paste. Und diese weiße Paste wirkt blutstillend. Das wird man brauchen, wenn die Blutegel sich an einem festhängen. Dann fallen die ja nach 5, 6, 7 Minuten vollgesaugt ab und hinterlassen aber eine blutende Wunde. Und dann macht man hier dieses zermatschte oder die Salbe aus diesen zerknollten Blättern drauf und das stillt die Blutung dann nach 10 Minuten oder so. Naturheilkunde. Die Wanderstrecke ist von zahlreichen Bachläufen durchzogen. Nicht nur dort lauern die Blutegel. Diese Blutegel, die hängen ja nicht in den Bäumen, aber sie sind in solchen Gewässern hinter mir. Deswegen muss man da ein bisschen gucken, sie sind ja nicht schlimm. Es gibt natürlich ein paar ekelhafte Geschichten. Ich kannte mal einen, der hatte einen Blutegel hinten im Rachen drin sitzen. Das ist schon krass, wenn man sowas hat. Haben Sie sich einmal an Schuhen oder Kleidung festgekrallt, finden Sie einen Weg zur Haut, um dort Blut zu saugen. Ich habe mir auch die Hosenbeine in die Socken gestopft.
Das hält die Blutegel hoffentlich davon ab, mir die Hosenbeine hochzukrabbeln. Ich erzähle euch später, ob es gestimmt hat. Dieser Baum hier sieht unscheinbar aus, aber der ist giftig, beziehungsweise sein Saft ist giftig. Die Ureinwohner tauchen in den Saft von diesem Baum ihre Giftpfeile 1-2 Zentimeter ein. Vielleicht stirbt ein Mensch nicht davon, aber ich glaube, man wird sehr, sehr müde oder wird sogar bewusstlos. Der Schutz gegen die Blutegel ist nicht ganz ausreichend, weil sie haben sich natürlich einen Weg gesucht. In meinen Schuhen sind bestimmt auch ein paar, hier hat schon einer zugeschlagen. Ah, die Wege würden nicht immer einfach bleiben. Das war mir schon klar. Aber jetzt geht es über diese Wurzeln drüber, das ist schon ein bisschen anstrengend. Warum der Regenwald Regenwald heißt, ist ja jetzt wohl klar. Es regnet hier einfach jeden Tag. Aber ich bin froh drum. Das war ein ganz schöner Ritt. Jetzt kühlt es ein bisschen ab, aber der Regen kommt gar nicht hier durchs Blätterdach. Die Wanderung hat nun so weit den Fluss hinaufgeführt, dass ich es heute gar nicht mehr schaffen würde, zu Fuß in den einzigen Ort Kuala Tahan zurückzuwandern. Folge dem Wasser. Aber wie? Es ist sehr viel Wasser. Aber da unten muss der Fluss sein. Ich bin auch froh, wenn wir hier aus diesem Blutegelgebiet rauskommen. Ich habe ganz blutige Socken von den Viechern. Und mit einem Mal ist man da raus und der Fluss ist da. Das wird aber auch noch eine Herausforderung. Hier ist das Boot. Unterwegs sind mehrere Stromschnellen zu passieren und ich werde von Kopf bis Fuß nass. Das war meine Wanderung mit euch durch den Taman Negara, den ältesten Nationalpark Malaysias und den ältesten Urwald der Welt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir reisen noch ein bisschen zusammen weiter. Denn meine Reise ist noch lange nicht vorbei und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.